Und die erste Frage stellt der Kollege Martin Hess, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Der DITIB-Verband mit über 900 Moscheen, der gilt als verlängerter Arm Erdogans in Deutschland. Dieser DITIB-Verband, der sollte nach ursprünglichen Planungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz auch nachrichtendienstlich überwacht werden. Es gab ein Dossier, wo gute Gründe vom BfV dafür aufgeführt wurden, eine solche Überwachung durchzuführen. Davon wurde jetzt abgerückt unter der neuen Führung, obwohl DITIB nachweislich Sabotage für die Türkei in Deutschland begangen hat. Es wurden türkische Oppositionelle ausspioniert, obwohl DITIB Imame in Deutschland hat predigen lassen, die nachweislich einer verfassungsfeindlichen islamistischen Organisation angehört haben, und obwohl DITIB nachweislich die Radikalisierungsvorhaben sabotiert und verhindert. Deshalb die Frage an Sie, halten Sie es für richtig, dass trotz der von mir aufgeführten verfassungsfeindlichen Handlungen von DITIB, die beileibe nicht abschließend waren, DITIB nicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden soll, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass islamistischer Extremismus und Terrorismus die sicherheitspolitische Herausforderung unserer Zeit darstellt? Also die Entscheidung, wer wann und in welchem Umfang beobachtet wird, treffen die Sicherheitsbehörden selbst. Das sind keine politischen Entscheidungen. Und deshalb vertraue ich hier voll und ganz auf das Bundesamt für Verfassungsschutz. Dass es immer wieder bei DITIB auch Entwicklungen gegeben hat, die uns Sorgen machen, das ist unbestritten. Die werden auch klar beim Namen genannt. Allerdings gibt es auch viele Vertreter von DITIB, mit denen wir zusammenarbeiten. Und unser Ansatz heißt, wir müssen hier insgesamt mit der Türkei immer wieder reden, weil sie recht haben, dass in gewisser Weise das natürlich mit der Türkei eng verbunden ist und dem dortigen Religionsministerium. Und die Islamkonferenz des Bundesinnenministers Horst Seehofer hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, schrittweise eben auch zu mehr Eigenständigkeit zu kommen. Wir haben bereits Islam-Studiengänge. Wir brauchen auch eine Imam-Ausbildung aus meiner Sicht in Deutschland. Das macht uns unabhängiger und ist für die Zukunft notwendig.